Wir haben Träume wahr werden lassen. Unzählige Träume. Verkauften über 200 Millionen Platten. Die zum Soundtrack eures Lebens wurden. Wie denkt ihr, soll ich das überhaupt alles so erzählen, wie es wirklich passiert ist? Das ist Casablanca Records, das größte Indie-Plattenlabel, das es jemals gab. Und mein Name ist Neil Burger. Kiss, The Isley Brothers, Gladys Knight, Parliament, Bill Withers, Donna Summer. Sie haben meinen Namen geändert? Boom! Alles ist heißer im Sommer. Und wir wussten, wozu Casablanca fähig war. Auch wenn wir eigentlich absolut blank waren. Du bist pleite. Die ganze Stadt weiß das. Was zur Hölle willst du denn? Ihr seid doch nicht den ganzen Weg hergefahren, nur um Bruce eine reinzuhauen. Ich schon. Wir hatten keine Angst und legten uns mit allen Labels an. Mit allen auf einmal. Du hast wohl den Verstand verloren. Diese Labels kämpfen dreckig. Motown will uns tatsächlich kalt machen. Du wirst einen Anruf tätigen müssen. Hast du gerade die italienische Mafia angerufen, um der schwarzen Mafia zu sagen, dass sie uns nicht töten soll? Hattest du eine bessere Idee? Das ist gut.